So, moin moin miteinander. Grüßt euch. Willkommen zum chilligen Mittagsstream. In dem Stream geht's heute, denke ich mal, vordergründig ein paar Sachen auszutesten. Ein paar Sachen auszutesten, wenn das alles läuft, alles cool ist oder nicht läuft und ich cool ist. Dann gehen wir ein bisschen ins Spielen über natürlich. Aber ich will mal ein paar Sachen jetzt ausprobieren auf der MVP oder an der MVP. Und ich würde natürlich auch gerne mal im Modhub gucken, weil ich sehe gerade bei mir auf dem Discord schon, dass da die Leute schon schreiben, dass ein paar Mods reingedonnert sind. Dann können wir natürlich mal eben fix durchgucken. Uah, keiner X-Cuts. Walzensystem, das ist aus Messerwalze, Schneidscheiben besteht, welches mit hoher Flächenleistung und geringem Kraftaufwand einen Kostensparen zur Kleinerung von organischen Rückständen. Kammer X-Cuts gucken wir uns gleich mal noch im Reellen an. Ja, Jakob, wie gesagt, ich werde heute ein bisschen testen, ein bisschen ausprobieren. Ich will was auf der MVP umbauen. Also ich will konkret mal gucken, ob wir die Texturen von Bumsnudel da reinbekommen. Und ob das jetzt einen leistungstechnischen Unterschied macht. Und wenn das alles klappt, dann würde ich da gerne mal raufgehen und dann würde ich ein bisschen spielen. Das sieht natürlich echt nicht schlecht aus, das Ding hier. Das sieht natürlich echt nicht schlecht aus. Das laden wir schon mal runter. Aber ja, Vertex, ne? Was? Was willst du sagen? So, tragbarer Kraftstofftank. Brauchen wir nicht. Schuppen brauchen wir nicht. Modernes Haus brauchen wir nicht. Unterstand brauchen wir nicht. Fliege ASW, immer interessant. Fiete spendiert 6,66 Euro Trinkgeld. Hey, freue mich auf den Stream. Macht immer Spaß, dabei zu sein. Fiete, dankeschön für deine 6,66 Euro Trinkgeld. Ich danke dir, mein Lieber. Und ja, ich denke mal, wir werden, oder ich werde auf jeden Fall auch viel Spaß haben. Danke dir, mein Guter, dankeschön. So, John Deere 6304405. Von Konzi, der Pöttinger Top 722 wurde empfohlen. Der sieht mal gar nicht schlecht aus. Der hat Füllvolumen 26 Kubik. Ich habe auf der Ellerbach schon sehr schönen. Aber ja, man könnte sich auch das hier mal anschauen, na klar. Das hier ist eher 24 MW. Ja, weniger meins. Ja, der Pöttinger Top. Der sieht natürlich wirklich schnieke aus. 6,60 Meter bis 7,20 Meter. Zwei Kreisel, ein Seitenschwader. Leck's mir im Arsch, ey. Nidi 89 gönnt die 2. Ja. Nidi 89 gönnt die 2. Vielen lieben Dank für den Resub im zweiten Monat, Nidi. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich muss mal, so sehe ich das hier zumindest gerade. Wartet mal eben bitte. So, so passt das jetzt wieder besser. Gab es bei euch extrem starken Regen? Bei uns gab es Überflutung. Nee. Man muss aber dazu auch sagen, Leipzig liegt halt übelst in der Tieflandbucht. Ich weiß nicht, kann man das auf Google Maps irgendwo... Nee, ich finde ich auf leipzig.de. Leipzig Maps. Hat man da eine Höhenkarte auf Maps oder irgend sowas? Kann man das? Ja, mal Satellitenbilder. Aber du siehst halt, also hier ist. Wo kann man hier irgendwo? Kann man so schwer sehen. Aber Leipzig ist auf jeden Fall eine Tieflandbucht, ne? Um uns rum geht es dann überall höher. Und von daher ist das bei uns immer relativ entspannt. Großadmiral Andi, grüße Sie.
So, haben wir den schon runtergeladen? Ich weiß es nicht. Klicken wir einfach nochmal drauf, wenn der noch nicht passt. Den gucken wir uns natürlich auch an. Aber das Eigentliche, worauf ich nämlich hinaus möchte, sind Texturen von Bumsnudeln. Dazu habe ich schon was vorbereitet. Ich weiß aber nicht, ob ich vielleicht daran scheitere. das kann natürlich passieren. Precision Farming, grüß dich. Das bedeutet, was wir jetzt machen, das ist uns erstmal den Mod-Ordner vorzubereiten. Ich muss die hier mal eben schnell noch backuppen. Das ist von gestern, von Italien. Dennis, moin. Und dann ziehen wir uns gleich mal die Mods von Projekt Mecklenburg rein. Und dann muss ich nochmal das Spiel starten, gucken, welches Safe Game das war. Dann müssen wir das Safe Game noch vom Server nehmen. Weil ich will das erstmal solo testen. Mit den Texturen und gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme, bevor ich irgendwas hochlade. So, dann kopieren wir die hier rüber und dann nehmen wir uns noch die neuen mit dazu von heute, die jetzt heute gekommen sind. Ich muss ein bisschen aufpassen, auch die Kamera ist ja hoch. Ich habe nämlich keine Hose an. Der Vorteil, wenn man zu Hause arbeitet. Da bin ich doch ganz offen und ehrlich. Dazu ein schönes Teechen. Kaffee ist schon alle. Mal trinken, trinken, trinken. Ich bin nämlich jemand, der trinkt extremst wenig. Und das ist nicht gesund. Wo gibt es die Texturen? Bei Facebook von Bumsnudeln. Muss einfach mal googeln. Warte mal, wir können es auch zusammen googeln. Texturen. Fiete spendiert 3,34 Euro Trinkgeld. Da ist die Kasse voll und die Arbeit hat noch nicht mal angefangen. Fiete, Mann. Fiete, was soll ich sagen, Fiete? Dankeschön nochmal für deine 3,34 Euro Trinkgeld und für das Füllen der Boosterkasse. Du sicherst mir die Abendprojekte voller Energie. Fiete, ich danke dir vielmals. Dankeschön. Also, Bumsnudeltexturen LS19. Dann kommt man hier auf sein Facebook-Profil. Ich habe halt kein Facebook, aber man müsste es trotzdem sehen können. Und dann haben wir hier diesen Post. Der Pinned Post. Und dann haben wir nämlich hier Texturen. Das sieht schon geil aus. Ich habe seine Texturen im 17er schon gefeiert. Ich kann euch hier gern mal den Link reinballern. Aller guten Dinge sind 3. Und dort ist auch ein File-Upload-Link drin. So, da starten wir erstmal das Spielchen. Und dann taggen wir mal, dann muss ich das Safe-Game noch draufladen und dann taggen wir mal, wie viel Leistung wir haben, wie viel FPS wir haben. Und dann versuchen wir das mal auszutauschen und dann gucken wir einfach mal, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Nanu, ist das noch die Playlist? Ja. Nicht schlecht. Spielstand 12 ist das. Guten Mittag, Andi. Guten Mittag auch dir. Spielstand 12. Safe Game 12. Dann habe ich mir ja meinen Spielstand nämlich schon runtergeladen. Dann nehmen wir alles aus dem Spielstand und kopieren das hier in Safe Game 12 rein und überschreibt das. Dann haben wir Safe Game 12, also unseren Online-Spielstand vom Projekt Mecklenburg, jetzt auf den Solo-Spielstand übertragen. Und dann können wir das nochmal starten und gucken uns das Ganze mal anhand unseres Getreidefeldes an, das wir am Hof haben, und gucken mal, wie viel Leistung wir dort haben, und dann versuchen wir das Ganze mal umzubasteln. Eigentlich sollte es ja kein Problem sein, Texturen zu wechseln. Ich bin gespannt. Also, damals habe ich es immer in den X64-Ordner gepackt.
direkt vom Spiel, aber hier würde ich es gern in die Karte setzen. Es kann aber passieren, dass ich dran scheitere. Schurkenschuri, grüß dich. So, 12. Probieren wir es mal. Ey, Feli, grüß dich. Dem Unterstrich Kars gönnt die 5. Let's go, schon 5 Monate. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Agrabkula. Tim Kars, danke schön für dein Visit im 5. Monat. Ja, die Zeit, die rennt. Und das ist. Ja, es ist gruselig auf der einen Seite. In Bezug werden aufs Älterwerden. Ich bin noch jung, ich bin 33. Aber das ist schon gruselig, Zeit rennt. Wenn ich die Texturen in meinem LS einfüge, ist es nur für mich, oder? Ja, das ist korrekt. Yo, Merzi, grüß dich. Merzi, ich versuche jetzt gleich Texturen von Bumsnudel in die Karte einzusetzen. Aber ich habe mit Tobi schon geschrieben, mit Shifty, es kann sein, dass ich scheitere, weil die Struktur ein bisschen anders ist. Nicht, weil eure Texturen, die da drin sind, nicht gut sind. Darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, echt die Bumsnudel-Textur mal auszuprobieren. Weil ich habe den schon im 17er gefeiert. Flex mir am Arsch, ey. Nikolaus 26160 gönnt die 6. Nikolaus, danke schön für dein Visab im 6. Monat, halbes Jahr. Ich danke dir. Viel, viel, vielen lieben Dank. Beziehungsweise meine Mutter sagt immer, dass ab 50 dann wieder runter geht. Ja, wird es dann wieder langsamer? Das wäre ja optimal. So, wir blenden natürlich die FPS-Zahl dazu ein. Und gehen mal ins Game über. Ins Game. Wenn meine Szene mitspielen würde, ja. Also das sind jetzt die FPS, die wir hier halt auch im Multiplayer haben, weil wir einfach hier richtig zugestellt sind. Ne? Sumo Agra, grüß dich. Weil wir richtig zugestellt sind und das ist... Ja, das passt schon. Haben wir eine Frage, wie funktioniert das mit X-Cuts bzw. mit dem Multi? Ramonion, ich habe mir gerade erst runtergeladen. Ich habe selber noch gar keine Ahnung. Aber Stoppelsturz, Stoppelmulchen im Prinzip, ne? So, wir haben hier. Wartet mal. 44 bis 46 FPS, sowas in der Drehe. In dieser Richtung hier. Gucken wir mal hier entlang der Kante. 44, 45 FPS. Um die 50 PS, wenn wir hier in den Boden reingucken. Natürlich zum Hof hin kracht das ein bisschen ein, aber wie gesagt, wir haben halt hier viel zugestellt. Freddy der Allereichter, ich grüße dich. Aber sagen wir mal so, roundabout sagen wir im Schnitt 45 FPS, ne? Ja, Ramonien, ich will erstmal kurz Texturen probieren. Wenn ich daran scheitere, dann gucken wir uns die neuen Mods auf jeden Fall mal an. Ich habe jetzt auch noch kein Lenkrad dran. Ich bin hier noch mit Maus und Tastatur am Start. Einfach nur, weil ich noch ein bisschen umfuddeln will. Ich mache mal ein Bild hiervon. Dann können wir vielleicht einen Vergleich machen. Intermission. Spiel geschlossen. So, ich habe mir das Ganze schon in einem Ordner vorbereitet. Wir haben die High Definition Foliage. Moment. Das habe ich mir schon runtergeladen und da gibt es auch eine Anleitung. Guck mal, das sieht, glaube ich, im Notepad plus ein bisschen besser aus. Ist eigentlich scheißegal. Deutsch, Texturen hinzufügen. Bitte folgendes bedenken, meine XML-Werte sind auf meinen PC meine Bedürfnisse angepasst. Ja, das ist natürlich klar. Cool, leider kann ich erst morgen resubben. Ramonion, ist doch überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Thema. Dankeschön auch an die Follows hier entsprechend gerade, weil ich es gerade gesehen habe. Ich heiße Marvin. Marvin, dankeschön für den Follow. Das hinzufügen soll am meisten klar sein, jedoch erkläre ich es kurz. Macht euch bitte eine Sicherungskopie, ob von dem... Ja gut, das haben wir ja. Möchtet ihr die Texturen auf Standard-Maps spielen, müsst ihr die originalen Spielverzeichnisse kopieren. Ersetzen, schließen. Möchtet ihr die Texturen auf Standard... Ach so, nee, möchte ich natürlich nicht. Für die Distance gilt dasselbe. Ackerschnack, grüß dich, Mahlzeit. Bei weiteren Fragen, ja, Bumsnudel könnte man natürlich noch fragen. Aber wir wollen ja, das in ModMap einbauen.
Oh, hoffentlich kriege ich das hin. Wir haben Distance, Gerste, etc. pp. Vielleicht machen wir uns hier nochmal einen neuen Explorer auf. Und machen parallel die... Ach, die MVP müssen wir sogar noch anpacken. Moserliesel, grüß dich! Dann können wir die nämlich auch gleich hier löschen. Brauchen wir nicht, so. Und dann machen wir das hier hin und das dahin. Dann gucken wir hier mal rein. So! Wir wollen Foliagen austauschen. Wheat, Canola, Oat. Ja, das sind ja im Prinzip die hier. Copy-Paste ersetzen. Dann haben wir schon mal die Distance. Cube-Fahrer, Dankeschön für dein Bit. Moin. Du hast es mit Sicherheit schon gesagt, aber wie kommt es zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit? Ich muss ehrlich sagen, wenn wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, immer Abend, finde ich schwierig. Für mich persönlich. Und ich finde das übelst angenehm, mal um diese Uhrzeit einfach ganz chillig ein bisschen was zu tun. Die Projekte finden natürlich nach wie vor mit den Protagonisten immer am Abend statt, wie das halt bislang auch ist. Und ich finde es einfach mal, ich will es einfach mal ausprobieren. Vielleicht wird es auch nichts und wir gehen halt nur auf zweimal die Woche oder so, aber... Ich finde es übelst chillig, hier am Vormittag mit euch zu sitzen, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle das richtig. So, wir haben XML. Dann können wir die vom Weizen hier schon mal rein. Fleischfinger, moin, Mittagspause an KfW gucken. Das ist doch, ne? Gras haben wir auch dabei, okay. Hafer. Das Ganze müssen wir dann theoretisch auch noch im Multi testen. Also auf dem Server. Raps. Wir haben sogar all diese Früchte stehen. Das können wir uns dann richtig schön angucken. Und Weizen. Eigentlich ist es nur Copy-Paste. Dann müssen wir aber nochmal gucken. Bei die DDS sind die Diffuse und Normals. Ja, ja. Ich muss das alles noch mitnehmen. Richtig. Das war schon mal nicht richtig. Also Steuerung Z. Von Barley. So, jetzt wird's nämlich spannend. Aber M Plus hat er nicht mit drin. Nee. Ah, hier haben wir die. Hier haben wir die und Wheat Barley. Genau so. Das muss hier rein, richtig? Nee, auch nicht. Scheiße. Schau mal bitte Mod ab. Ich hab schon geguckt, Rolli. Ich hab schon Mods, ich hab schon runtergeladen. Hier, Pöttinger habe ich runtergeladen. Fliegel ASW. Oh, ein Stern nur. Habe ich runtergeladen. Und Kerner X-Cuts habe ich natürlich auch runtergeladen. Oh, Lizard Mulcher. Guck mal hier, das habe ich noch gar nicht gesehen. Mal noch mit runterladen. Jetzt kommt nämlich der große Punkt, Barley. Finde ich gar nicht. Die gucken wir uns auch an, die Mods, ne? Was sagen denn die Pfade in der XML? Du, danke für den Hinweis. Sehr gut, Merzi, dass du mir hilfst, weil ich habe doch von sowas überhaupt kein... Ich habe von sowas null Plan. Null. Überhaupt gar keinen. Ich guckte halt auch wie das Schwein ins Uhrwerk.
Nee, aber dort, wo ich die XMLen kopiert habe, dort müssen doch nicht hier die Diffuses und Normals. Ich nenne sie jetzt mal Diffuses und Normals. LOD. Diffuses DDS. Wie der davor hängt. Schnauze. Also ID3 ist ja auf jeden Fall schon mal nicht. Du musst doch hier rein. Aber ich finde hier kein Barley. Warum nicht? Ne, Foliage brauchen wir nicht. LOD. Brauchen wir. Agrario, moin. Das wird schon. Ja, mit dem richtigen Anstoß bestimmt. Aber ich finde halt Barley nicht. Ich finde die Gerste nicht. Die Gerstentextur wird zum Beispiel aus dem Game geladen. Aha! Ach du Scheiße. Da ist er bei mir Feierabend. Also könnte ich mir dann die Gerstentextur nehmen und die im X64-Ordner bei mir im Spiel austauschen, damit ich die sehe. Aber ich würde es ja gerne in die Map einpassen. Und wenn das aber im Standard ist, muss er sie ja aus dem Standard laden. Die ID3. Moment. Jetzt macht mir das. Ich finde es. Danke, dass ihr mir hier helft. Das ist wirklich. Ihr seht ja, ich bin ein absolutes Greenhorn. Aber ganz schlimm. So. Du musst die Pfade in der ID3 Map einfach ändern zum Mod-Ordner hin. Ah. Felix, guck mal bei den Grasdateien nach, die waren normalerweise in dem LOD-Ordner. Ja, das stimmt. Ich könnte mir natürlich mal ein Beispiel nehmen. Ja, die Gras, das ist alles da. Ja, nee, es geht jetzt aber wirklich um die Gerste. Ich will mal mampfen. Bis dann, Luca. Jo, guten Hunger. So, und die werden ja jetzt geladen aus Data, Foliage, Barley, Diffuse, etc. pp., oder? Ja, der Top würde überall. Wie gesagt, du musst die Pfade anpassen. Ja, aber ich. Wie? Ich weiß, das ist für manche jetzt sehr frustrierend, aber ich bin. Also, aber mal grundsätzlich. Boah, ich komme richtig ins Schwitzen. Ich wäre richtig fertig. Außer auf die MVP. Ja, auf der MVP vielleicht nicht. Obi, grüß dich. Also nochmal, ich würde mir jetzt aber Gerste hernehmen. Jetzt nur mal vom, ne? Würde die Barley XML hier, ach, das habe ich schon gemacht. Textures LOD. Dort würde ich die LODs rein kopieren. Korrekt? Dann sind die schon mal hier in diesem Pfad. Wobei der Pfad natürlich, also ich muss die Karte dann erstmal packen. Das wäre quasi FS19 MVP / Foliage / Textures / LOD. Ne? Also würde ich mir das hier quasi nehmen. So hier. Richtig? Mehr zur Zeit Abschlussprüfung. Dolly, dann wünsche ich dir natürlich besten Erfolg. Geh doch mal bitte mit Merzi in den DC und lass es dir erklären. Textures. Achso. Was? Slash? Also kein Backslash, weil der macht ja hier überall Backslash.
Merzi, soll ich zu dir in den Discord kommen? Hast du Zeit? Musst du nicht, um Gottes Willen, ne? Also ich weiß schon. Und dann würde ich den Pfad im Prinzip... Die X-Klasse haben einfach fast 50 MB, aber wenn die richtig gut aussehen, dann ist das natürlich fein. Und dann muss ich die Pfeil hier... hier anpassen, richtig? Genau. Dollarzeichen und müsste das dann im Prinzip hier rein kopieren, korrekt? Nein. Lies doch mal bitte. Nochmal, ich habe das noch nie gemacht. Ich, wie gesagt, es kann sehr frustrierend mit mir sein. Es ist, ich kann das alles nachvollziehen. Flex mir am Arsch, ey. Wurstblinker gönnt die 8. Holsten knallt am dollsten. Wurstblinker, danke schön für dein Visa beim 8. Das hat mein, oder das sagt mein Opa auch immer. Holsten knallt am dollsten. Also, pass auf, ich versteh's. / texture, / LOD und dann / dieser Dateiname. Habe ich verstanden. Dankeschön für den Hinweis nochmal. An Moser Liesel Agrar und Dankeschön für deine Hilfe, Merzi. Also, das lasse ich mir jetzt mal offen. Das ist meine Vorlage, richtig. Ist es nicht geil? Modifikationen erlernen mit der Community zusammen. Das ist doch richtig geil. Bailey Diffuse und was wir jetzt machen ist das hier, korrekt? Ich nehme mir diesen Teil. Und setze den so rein. Ohne das Dollarzeichen. Aber das, ist das richtig? Und die Punkte vorne nicht vergessen. Was ist denn jetzt hier? Da. Die Punkte vorne nehmen. So, Punkt, Punkt. / Textures. Kann ich das größer machen? So. Punkt, Punkt. / Textures. / LOD, Barley und so weiter und so fort. Das hier oben muss ich wahrscheinlich auch noch anpassen. Ja, das muss ich auch noch anpassen. Aber so, ne? Ach, Merzi, das ist, der hat jetzt hier daraus einen Link. So muss das aussehen. File, ID 4, File. Naja, genau so, ne? Genau. Der hat, nach dem Punkt musste man Leerzeichen machen. Dann, super, dankeschön. Merzi, tausend Dank an dich und natürlich auch ne? An Moser Liesel. Liebe geht raus an euch. Was wäre ich nur ohne Community? Und das ist wieder mal, es klingt schnulzig, aber das ist eben wieder mal der Beweis, dass Community sehr wohl da ist und funktioniert. Übergreifend der Einzel-Communities, ne? Versteht sich. Man könnte jetzt wahrscheinlich auch mit Suchen und Ersetzen arbeiten. Das würde wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Aber Wainson. Ich habe mir den Glassliner 2.7 gekauft, auch von Knossin. Ich habe mir mit dem noch nichts geschwadet. Und jetzt kommt halt der Top. So. Was wir jetzt noch anpassen müssen, ist ja hier oben Data Shaders, obwohl das kann bleiben, oder? Data Shaders, da, das kann bleiben. Die speichern wir jetzt. Halt. Die letzte Datei ist noch nicht da drin. Moment. Die Diffuse, ja, die Diffuse ist noch nicht drin. Das ist richtig. Ich bin auch noch nicht fertig.
Sweet Barley Diffuse ist unter Shader Fruit Grown Foliage. Ach ne, hier unten. Textures LOD. Das Textures LOD. Und hier muss die Barley Diffuse rein. Korrekt? Bitte auch in den Ordner Textures bitte legen und nicht in die Textures LOD. Ah, dann habe ich den Pfad wohl falsch angepasst. Dann lösche ich den. Ups. Dann lösche ich das hier nochmal raus. Und hier rein. Dann muss ich aber den Pfad nochmal anpassen, ne? Dann ist das Foliage Textures. So hier, korrekt? Also wäre jetzt meine Denkweise. Ja, ah, super. Klasse. Speichern. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich muss es nur ein, zwei Mal gemacht haben und dann... Ja. Gut, das haben wir alles drin. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind aber jetzt Diffuse-Normal. Genau. Ich mache nochmal die Gegenprobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die Diffuse. Passt. Ich bin begeistert. Barley fertig. Gras. Die XMLs haben wir ja schon gemacht. LOD muss... Die LODs hier, die LODs, die müssen aber hier zur LOD rein, ne? Ich, Ackermacker Simon, ich mach das gerade im Singleplayer erstmal nur. Was die Texturen jetzt natürlich nicht haben, sind die Mais Plus Geschichten, ne? Grass. Normal. Middle Diffuse, Middle Normal. Genau. Das müsste passen, ne? Die LOD-Dinger hier rein. Wenn, ja, ja, also das haben wir ja schon abgesprochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das ist jetzt wirklich nur Singleplayer. Ich mach die, lade ich dann jetzt noch nicht hoch. Das ist einfach echt mal nur zum Ausprobieren. Und die zwei hier ersetzen. Dann haben wir das Gras drin. Vorsichtshalber nochmal die XML. Weil ich nicht mehr weiß, ob ich die schon ausgetauscht habe. Ich glaube, die hatte ich alle ausgetauscht. Dann Hafer. Oh, da sind aber viele LODs. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Oh. Dann nimmt er Oatwo auch aus dem Standardspiel Hafer. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, dass mir Hafer... Doch, Hafer wurde... Hafer wurde... auch gepflanzt schon. Naja. Alles klar. Seht ihr? Ich weiß es. Ich weiß es! Oh nee, jetzt habe ich die andere zugemacht. Renox, Mahlzeit. Ja, dann machen wir sie nochmal auf. Bei... Was war jetzt zum Beispiel Alpha Alpha?
Halt, stopp. Gucken. Konzentrationsmodus. Im LOD habe ich die jetzt schon reingemacht, oder? Jo, und die sind Foliage Textures LOD. Wobei, wie ist das hier? Textures LOD. Ja, passt doch. Passt doch. Nur oben halt der Shader. Ah, der kommt hier unten. Okay. Wenn euch auffällt, dass ich gerade einen vehementen Fehler mache, bitte sagt mir vorher Bescheid. Aber ich dächte, das haut so hin. Sechs und sieben ohne. Für mich ist es halt, die ersten beiden Zeilen sind nur Textures. Oh ja, stimmt. Und da müssen wir natürlich gucken, dass die schon drin sind. Noch sind sie wahrscheinlich nicht drin. So. Ich würde sagen, speichere mal unten Texte, ob die Sachen gehen. Was hier speichern? Hier unten, den muss ich noch anpassen. Foliage Shader XML. Ah, ich glaube, die XML habe ich vorhin vielleicht vergessen, ne? Weil die liegt ja... Wobei, wartet mal, da können wir natürlich hier gucken. Foliage Shader XML. Achso, ne, die nimmt er sich auch aus dem Standardspiel? Fruit Grow, ach ja, das ist ja die Fruit Grow Foliage. Das passt ja. Er meinte, testen in-game. Ja, mache ich. Aber da müssen wir... Gerste haben wir jetzt gemacht, ne? Gerste haben wir gemacht. Gerste haben wir gemacht. Machen wir. Ich pack den Spaß jetzt zusammen und dann hauen wir das mal rein. Und dann sehen wir uns die 85 Arrows an, wie ich Alt 4 drücke und den Stream ausmache. So ein Ding wird das wahrscheinlich werden. Martins Mahlzeit. Hast du schon Mutterab geschaut? Yo, hab ich schon nachgeschaut. Ziehen wir uns auch direkt hier mal. Noch mit in den Mod-Ordner rein. Wie, wo, was? Bin jetzt dazugekommen. Und moin, BWLS Gaming, grüß dich. Ich lerne gerade durch die Hilfe von Merzi, also Agrarservice MVP und Moser Liesel, entsprechende Texturen auf der MVP auszutauschen und auch nicht nur stupide auszutauschen, sondern zu verstehen, wie man was korrekt macht. Ach ne, Agrario, das ist mit... Ne, ich öffne das Spiel und stell's dann fest. In-Game-Test ist schon gut.
Der Spannungsbogen steigt. Gras haben wir jetzt gemacht, ne? Und Weizen. Gerste. Und Hafer. Na, jetzt lädt der Rea erst nochmal 85 Stunden durch. Ah, ich sag's euch, Kunstlederstühle und... Ich muss echt aufpassen. Ja, das kann natürlich passieren, dass er die Performance zerknackt. Wenn das der Fall ist, dann sind wir da sowieso durch. Oh, hier lädt er wahrscheinlich jetzt gerade mal ganz extremst. Okay, erstmal hier alles laden. Hat mach mal aus, brauchen wir nicht. Sind das andere? Das sind doch die gleichen, oder? Das stimmt doch wieder nicht hier, oder was? Warte mal, was haben wir denn hier überhaupt? Das ist doch Gerste. Okay, wartet mal. Dann gucken wir in den Screen-Ordner. Ich habe doch ein Vorherbild gemacht. Ich sehe ja keinen Unterschied, oder? Sind die ein bisschen feiner vielleicht? Das ist doch die gleiche. Game Log checken. Vielleicht, wenn das Getreide reif ist, sieht das anders aus. Aber ich habe doch all diese Texturen. Ja, das kann sein. Also das sind die gleichen Texturen im Wachstum quasi, ja? Ich guck mal eben schnell in meine Log. Wartet mal. Das kann sein, dass da jetzt ein paar Errors drin sind. Das ist aber dann... Kommt von was anderem. Viable GPS, genau. 700, 800 Pack Reifen, das ist, ja. Das sind Sounds. Also von der Karte selber. Er sieht doch blinder mit dem Krückstock. Bin da vorsichtig. Ich habe doch euch vorhin den Link gepostet, ne? Jetzt muss ich nochmal gucken. Vielleicht lesen wir das einfach mal von Bumsnudel durch. So, hier sehe ich aber leider nicht. Weg. Das sind dann natürlich alles Erntereifbilder, ne? Ja, machen wir. Moserliese. Da habe ich jetzt natürlich keinen Vergleich zum Original. Sag ich mal. Wir sind hier auf der 6. Wachstumszustand müsste dann die 7 sein, ne? Das sind schon andere, oder? Sieht der MVP die Texturen vielleicht vom Spiel? Ne, das haben wir alles angepasst.
Sind das andere Texturen? Das könnte schon sein, oder? Performance-technisch haben wir 5 FPS verloren. Das kann natürlich unter Umständen... Das sieht nicht anders aus. Das ist Standard. Das ist jetzt Weizen. Oh, ich bin bescheuert. Ich bin bescheuert. So, ja, jetzt, oder? Das sind aber jetzt schon andere. Hätte man nochmal den Underripe-Status machen müssen. Aber auch hier, 5 FPS. Wobei wir hier dazu sagen müssen... Und, du, die sehen anders aus? Aber ich hab... Gerste. Hier haben wir ein Screen. Ja, die FPS sind wegen der Dichte. Es ist schwer zu erkennen. Aber wir haben hier überall so einen leichten Grünstich da mit drin, ne? Das haben wir hier nicht, das ist Standard. Aber was habe ich falsch gemacht? Aber Gras müsste man einen Unterschied sehen. Habe ich irgendwas falsch gemacht noch? Müssen wir uns Gerste gleich nochmal angucken. Gras sehe ich aber auch keinen Unterschied, oder? Was ist das hier, die 20? Gras sehe ich keinen Unterschied. Und Gras sollte so aussehen. Muss auch anpassen, weil die auch aus dem Hauptspiel gezogen werden. Hm. Okay, aber ich dachte, bei Gerste haben wir das gemacht. Das, Alte 4. Also nochmal, wir sind hier in der MVP. Foliage Textures. Quatsch, anders. So, dankeschön. ID3, dann gucken wir nochmal. Barley. Texture Slot. Die sind doch aber auch alle hier drin. Wieso lädt er die denn dann nicht? Warum änderst du die in der ID3? Weil mir das Merzi so gesagt hat. Weil der muss doch aus der ID3 wissen, woher er das lädt. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Nee. Distance, nee, oder? Diffuse PNG aus Foliage. Aber hier lädt er.
Distance Texture Path. Und Zeile 19. Zeile 19, Foliage State Default. Shape Source i3D. Shape Source / So meinst du? Also hier noch die Wir können es ja nur ausprobieren. Wir können es ja nur, ich breche mir jetzt keinen ab. Das ist ja alles cool. Wir probieren es aus. Vielleicht kriege ich es hin, vielleicht nicht. Wer weiß das schon? Mods, 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 Mods. Ja, lass ich gleich hier die Desktop hier. Aber die i3D muss ich ja trotzdem auch anpassen. Die hat ja auch in andere Pfade geguckt. Mahlzeit, hast du Urlaub? Nee, Donnerstag, Freitag mache ich einfach Vormittag bis 15 Uhr, bis Nachmittag. Ich habe vorher schon was gemacht, ich habe Termine gehabt und mache am Abend noch ein bisschen was, aber das ist für mich entspannter. Ich habe glücklicherweise den Luxus, mir das ein bisschen so drehen zu können, wie ich das möchte. Dafür habe ich aber extrem wenig Urlaub. Wirklich extrem wenig. Wir machen in ein paar Monaten mal für eine Woche Urlaub. In 2 Monaten oder so. Ansonsten habe ich gar keinen Urlaub. Gar keinen. Ja, weiß ich nicht, Renox. Also, Merzi hat mir das gesagt und Moser Liesel, die haben mir das auch gesagt. Frag mich nicht, Renox. Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, Benza. Ja, hätte ich auch quasi. Ich kann den Anspruch Geld machen, natürlich. Aber bei mir sind die Sachen da anders geregelt, sagen wir mal so. Ja, das ist auch mein freier Wille an der Stelle einfach. Dafür habe ich ein paar andere Freiheiten mehr. Das passt schon. Genau, ich will es direkt in der Map einbauen, aber nicht im Base Game. Und die Map, wenn das nämlich alles funktioniert und läuft, dann probieren wir das Ganze mal im Multiplayer aus. Benza, zum Teil, aber ich bin auch in einem Angestelltenverhältnis, aber dort eben im Backoffice. Und im Backoffice hast du immer ein paar andere Möglichkeiten noch. Kein Kundenkontakt oder sowas, ne? Also. Und die Schose hier, das ist wieder was anderes, ne? Aber das sind Themen. Die nehme ich nicht hier auseinander. Ich bin noch im normalen Angestelltenverhältnis. Ist auch angenehm. Ist auch wirklich angenehm. Klingt interessant, ja, es kann aber auch sehr schnell sehr stressig werden. Aber das wähle ich mir ja selber aus. Aber Renox, der hat ja trotzdem in der i3D den Pfad auf das Spielverzeichnis und nicht den Pfad in die Karte rein gehabt.
Und dann zieht er sich ja, wenn er den Pfad in der i3D hat, zieht er sich das doch dann automatisch aus dem Spielverzeichnis, oder? Ja, Benza, das auf jeden Fall, weil 15 Uhr mache ich Cut, dann hole ich meinen Jungen und dann bis er ins Bett geht, ne, ist Familienzeit und am Wochenende, ja, sowieso. Das macht ihr, da macht ihr keine Sorge, das passt. Wie findest du den neuen Schwader-Mod-Hub? Ich muss es mir noch angucken, ich bin gerade erstmal dabei, das mit den Texturen auszuprobieren. Von Bumsnudeln. Dass wir die hier drin haben. Ah, ich habe schon Error Lua. Load Map finished. Lädt er trotzdem noch? Ja, auf den ersten Blick habe ich gesehen, schon runtergeladen, alles gut. Ja, da sieht wohl nach Alt F4 aus. Fruchttexturen teilweise, Benza. Aber es sieht gerade nicht danach aus, als dass ich das hinkriege. Der Arrow ist wegen dem Eintrag in der XML, der gehört da nicht rein. Okay. Wo ist denn jetzt mein Ordner? Das ist schon wieder ein Chaos. Hier und hier. Wo ist der Link von den Texturen? Ja, Merzi, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch sowieso nicht. Hier meint ja auch niemand irgendwie böse. Ja, also es ist ja alles ganz entspannt. Das heißt, dieser Eintrag hier stimmt dann nicht mehr. Und der ID3-Eintrag muss auch nicht gemacht werden. Schau mal in der Log, da steht normalerweise der Fehler. My Games Home sind wieder Mods, also Foliage XML Barley. Distance Texture Path. Error failed to load Foliage Type Barley. Foliage XML Barley XML. Fail to load die Barley XML. Das hier noch weg. Ich würde es erstmal so testen. Ich auch. Ich will niemanden vor den Kopf stoßen. Weder Merzi, noch Renox, noch irgendjemand. Ne? Also ganz entspannt, es ist einfach Try and Error. Ich mache es einfach mal Try and Error, okay? Ist ja nicht schlimm. Wenn es nicht funktioniert, dann nehmen wir das auch noch weg. Was soll's denn? Weißt du? Ja, Fabse, nee, bei den Modmaps nicht. Also, die MVP ist auch ein bisschen anders. Die ist aufgeräumt, sagen wir einfach mal. Da ist es ein bisschen anders. Ich will es ja nicht ins Standardspiel reinbringen, sondern nur in die Modmap. Ja, die Jungs haben es verbaut und werden nicht ohne. Ist richtig. Ist absolut richtig. Wir gucken mal. Kann dir gerne Vergleichsbilder senden, wie die Bumsnet-Texturen. Habe ich hier mit drin, Daniel, aber Dankeschön. Ich denke auch, das zweite Anführungszeichen war vermutlich der Fehler. Da habe ich einfach falsch kopiert. Aber das stimmt, wir haben bei uns auf dem Projekt Mecklenburg Discord haben wir auch noch Bilder drin. Wir schauen einfach mal. Ist eine Marotte von mir, immer alle Mods wieder wegzuwählen und wieder auszuwählen. Also, ja. Muss drin sein, weil er sonst den Distance-Ordner nicht findet. Ja, wie gesagt, wir probieren es jetzt aus. Ich hatte einfach ein zweites Anführungszeichen noch drin und das könnte schon sein. Machst du auch immer sehr gut. Dann bin ich beruhigt, Daniel, dass das nicht nur bei mir so ist. So, hol dir mal bitte die Ordner neu. Dann kopierst du die Gerste XML von der Bumsnudel in die XML-Ordner unten Maps. Warte mal, mach mal gleich. Erstmal, lass mal kurz hier bitte testen.
Vennox, lass mal bitte kurz hier testen. Keine Hektik. Innerlicher Dachschaden. Hat ja jeder von uns. Daniel, hat ja jeder von uns. Benza auch. Wunderbar. Wie gesagt, ich bin, was solche Anpassungen angeht, ein absolutes Greenhorn. Ich gucke da wie das Schwein ins Ohrwerk. Ich muss das angucken und dann muss ich dreimal und viermal und fünfmal und irgendwann verstehe ich es vielleicht. So, aber ihr habt recht, weil Loadmap finished hat er wieder ein Problem. Insofern probieren wir das jetzt so nochmal. Und sagen halt jetzt in der i3D Bali. Quatsch, in der i3D war es nicht. Was machst du beruflich? Ich bin im Projektcontrolling tätig und bin dafür zuständig, Projektpläne in eine Software zu bringen, wo die Leute dann ihre Zeitbuchung machen können und bin auch noch für die IT zuständig. Ist der Dachschaden nicht gut Voraussetzung zu fürs LS zocken? Nee. Nee. Kannst du das bitte groß für uns machen? Was ich gerade gemacht habe, ich kann es ja nochmal, habe ich das hier noch offen. Ich habe jetzt die zwei Punkte und den Slash, das Slash rausgenommen. Mehr habe ich nicht gemacht. Dann habe ich das Ganze wieder neu zusammengepackt und starte es jetzt nochmal. Sorry. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht groß irgendwas gemacht. Und wenn es dann nicht klappt, dann gebe ich, glaube ich, auf. Ja, also vorerst. Beziehungsweise habe ich da noch was anderes, was ich anpassen möchte. Und zwar, habe ich mit Dirk schon drüber geschrieben und der hat mir das auch nochmal übermittelt. Wir haben ja auf der MVP beim ersten Schnitt 3,1 Millionen Liter Grassilage geholt. Jetzt haben wir nochmal 1, irgendwas Millionen. Und im Verhältnis gesehen wollen wir den Futterverbrauch der Milchviecher im ersten Step vielleicht mal 3 nehmen. Um zu gucken, haut dann das Verhältnis so ein bisschen hin. Also ich finde die Grundeinstellungen, wie sie sind erstmal völlig in Ordnung. Nur bei uns im Projekt ändern sich ja immer mal Sachen. Es entwickelt sich Sachen und das wollen wir mal ausprobieren. Loadmap finished hat er wieder Error. Running Lua Method. Also das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Jetzt können wir nochmal den Step gehen, das nochmal sauber neu reinzuhauen. Ja, Renox, du musst die XML von Bums in die Map einfügen. Dort musst du dann die Pfade anpassen. Und in der XML steht .png, dort muss aber .dds stehen. In der XML. Oder in der i3D. Aber ich habe das in der Anleitung so gar nicht. Habe ich die Anleitung hier noch? Hier ist es ja leider nicht beschrieben.
Also ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Passt auf. Passt auf. Wir machen es nochmal in Ruhe. Ich mache es jetzt einen Versuch. Ein Versuch. Jetzt nochmal in Ruhe. Angeblich gibt es in Mecklenburg-Vorpommern in Betrieb mit 24.000 Rindern. 24.000! Das müsste aber auffallen, oder? Also so eine Größe. Genau, in der MVP ist alles anders aufgeräumt. Aber das tut ja der Sache eigentlich nichts ab. Ne? Pass auf, wir nehmen jetzt nochmal das Beispiel Weizen. Aber guck mal, die Distances habe ich auch gar nicht gemacht, ne? Sind die denn überhaupt wichtig? Also, pass auf. Gerste Barley. Ist ja foliage-technisch aus dem Spiel rausgeladen. Und ist jetzt hier bei Lot noch gar nicht drin. Doch, ist hier drin. Barley, habe ich da vorhin was falsch gemacht? Nee, Farmer Tobi, die sind bei Bumsnudel Facebook. Hier, das ist ein Link. Das waren jetzt die ganzen Lots. So, dann haben wir die Diffuse DDS. Die muss hier rein. So. Und dann haben wir noch die XML. Die muss hier rein. Theoretisch muss ich... Jetzt gucken wir nochmal in die i3D. Und die i3D guckt... schon richtig. Hä? Aber das habe ich doch gerade aus dem Backup-Ordner genommen. Das kann doch gar nicht sein. Hier. Das ist... Foliage State, okay. Ja, die Distance haben wir ja noch gar nicht gemacht. Aber ich muss hier gerade auch nur ersetzen. Und das verstehe ich nicht. Ich habe doch gerade alles angepasst. Oder anpassen. Ich habe da gerade alles anpassen müssen. Bin ich jetzt hier völlig... ist schon so weit? Weil dann frage ich mich nämlich, was wir die letzten... Ja, was wir die letzte Stunde gemacht haben. Scheiße. Check ich gerade irgendwie nicht. Check ich gerade irgendwie überhaupt nicht. Wir haben bei uns einen Betrieb mit ca. 2000 Tieren. Das war das Größte, was ich bisher gehört habe. Ja, also ich sag mal 25 oder wie viel waren es jetzt? 24.000. Das muss ja auf Google Maps sehen. Das ist ja wie bei... Na gut, The Walking Dead kann ich jetzt nicht spoilern. Ich weiß ja nicht, ja, manche sind da vielleicht noch nicht so weit. Ich habe jetzt, by the way,
nichts angepasst, ja. Also wird es wahrscheinlich erstmal wieder nicht funktionieren. Aber diesmal konnten wir im Prinzip alles ersetzen. Was sehr, sehr merkwürdig ist, weil die Karte habe ich nochmal aus dem Backup-Ordner geholt. Nee. Bei dir geht's, Merzi. Was hast du anders gemacht als ich? Genau, in der XML muss wahrscheinlich noch der Pfad angepasst werden. Das ist richtig. So, das heißt hier, der Pfad zur XML. Aber das ist doch der Distance. Jetzt nochmal. Geht's jetzt um Zeile 2? Weil das ist doch der Distance Path. Und den sollte er doch erkennen, weil der heißt doch auch so. Dann geht's doch jetzt nicht um Zeile 2. Ja, mach ich, Merzi. Ist allerdings nur für Gerste. Das ist übel lieb von dir. Würde ich zur Not auch machen, aber ich will es auch hinbekommen. Die Pfade hier. Ja, guck mal, die Pfade. Foliage, Sparle, Distance 3, Diffuse, PNG. Das sind definitiv nicht die richtigen Pfade. Sondern in Zeile 18 hier Shape Source. Zur I3D, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil warum soll der sich da hier woanders das ziehen? Foliage slash textures slash distance. Das hier vorne nur, ne? Ach. Wartet mal, eins nach dem anderen bitte. Eins nach dem anderen. In der Zeile 18 haben wir hier hinten Barley.i3d. Weil Barley ist nicht im gleichen Ordner wie die i3d. Was muss jetzt in die Zeile 18? Ach Mensch, Merzi, sei doch mal nicht so. Ich sagte immer entspannt bleiben, alle. Nee, musst du doch nicht, Merzi, musst du doch nicht, ist da alles cool. Genau, Zeile 18 bitte ändern, slash i3d, wieder mit dem Doppelpunkt? Das wäre dann im Prinzip so hier. Also hier schreibt halt auch jeder was anderes. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, muss ich ehrlich sagen. Wo die Punkte sind, muss Foliage hin. Das kann schon sein.
College. I3D. Das ist schon möglich. Ja, das mache ich gleich als nächstes, Merzi. Mit den beiden Punkten einmal testen, Agrario? Uff, ich kann es machen. Also Merzi, ich würd's gleich testen und mir mal angucken. Ich will aber selber versuchen, das noch irgendwie jetzt zu lösen. Oh, wie kommst du früh? Grüße. Abartax, ich habe da einfach mal Bock drauf. So, und zum Donnerstag, Freitag finde ich das ultra entspannt, so bis 15 Uhr rum. Normalerweise würde ich auch spielen, aber ich nutze jetzt auch die Gelegenheit, um mal ein paar Sachen auszuprobieren. Weil es ja für mich auch spannend ist, mal zu verstehen, wie Sachen vielleicht funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Ich guck mal das als nächstes von Merzi dann mal an. Und bitte, 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 das gilt an alle. Wenn jemand was anderes sagt wie ihr selber, dann ist das nicht persönlich. Nehmt das bitte nicht persönlich. Bleibt da bitte ganz entspannt, alle. Okay? Doch, Merzi, kannst du. Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das funktionieren wird gerade hier. Ich weiß, Merzi, du bist jemand, der ist relativ schnell. Und das nimm mir bitte nicht böse. Das ist nicht böse gemeint. Du bist relativ schnell dann... Liegt in deiner Natur. Liegt im Prinzip auch außerhalb des Streams, sogar auch in meiner Natur. Ich kann das sehr gut verstehen. Ja, das ist richtig, Agrarium. Das macht Sinn. Aber er hat hier auch schon den Lua drin. Also das funktioniert nicht. Jetzt machen wir Folgendes. Ich lade das jetzt von Merzi einmal runter. Weil ich krieg zu viel sonst einfach. Und guck mir das jetzt mal an. Was Merzi da gemacht hat. Ach. Acker Simon, grüß dich. Also Ackermacker Simon, willkommen zurück, meinte ich. Also Merzi hat hier das auch so gemacht. Hier ist aber alles geblieben, was die XML angeht, ne? Ich mach das jetzt hier mal alles zu. I3D ist angepasst. Haben wir aber vorhin auch gemacht, ne? Und mehr ist es ja nicht. Und dann in die richtigen Ordner kopiert. Aber wisst ihr, was sein kann, dass ich das hier unten nicht... die Diffuse nicht hatte. Und das zieht er sich Standard aus dem Full Chrome for the Shader. So, Punkt. Und Renox schreibt, also in der i3D musst du den LOT-Pfad-Ordner, den LOT-Pfad anpassen oder einfach nur die alten ersetzen. Na, das haben wir ja jetzt quasi gemacht. Also nicht ich, sondern in dem Fall hat es Merzi hier gerade gemacht. Den LOT-Pfad angepasst. In der Gersten XML musst du nur die Pfade anpassen. Und zwar, wo die Distance Texture ist, wo die i3D liegt. Jetzt machen wir mal. Jetzt gucken wir hier, ist das hier gemacht worden? Oder nicht? Und dann also ich ändere jetzt hier nichts. Weil hier. Das hat sich doch nicht verändert. Ist ja nur hier. Aber ich dachte, ich habe das auch so gemacht. Habe ich da was falsch gemacht? Ach du Scheiße, was? Ach so, jetzt. Ersetzen wir das mal.
Ich teste. Ich bedanke mich nach wie vor immer noch bei allen, die helfen und bei allen, die zugucken. Ne, also ich habe jetzt schon den Kenntnisstand, den wir jetzt hier haben, den habe ich vorher gar nicht gehabt. Ich dachte, ich muss einfach nur was austauschen, gut ist. Deshalb habe ich es mir damals immer einfach gemacht und habe das im ganzen Spiel einfach ausgetauscht und fertig aus Ende. Da brauchst du nämlich gar nicht anpassen, aber dann hast du das eben auch in jeder Karte. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist schon schön, wenn das getauscht ist. Ach, SweetFX kickt mal wieder zeitverzögert rein. Muss ich jetzt wahrscheinlich 6-mal starten. Triggerfan, Moinsen. Im Übrigen. Komm schon, Spiel. Zick nicht so rum. Du schaffst das. Ja. Yeah. Morgen würden wir dann im Übrigen einfach ein bisschen spielen um die Uhrzeit, ja? Oh, lädt er jetzt hier das Spiel doppelt und dreifach? Ja, ich habe das... ich habe das Spiel 2-mal offen. Machen wir mal eins davon zu, ne? Eins reicht ja. Kapi. Welche Texturen sind am schönsten? Standard, Forgotten Plants, Mais Plus oder Bumsnudel? Das ist die große Frage. Ich war immer ein riesen Fan von Bumsnudel. Ich habe die Texturen jetzt noch nicht gesehen. Ich finde Forgotten Plants auch sehr schön. Also, was da jetzt das Beste oder nicht, weiß ich nicht. Wie viel der Versuch war kurz AFK? Ich habe das Problem, wenn das Spiel direkt beim Laden spinnt, dass mein Drag ER meist nicht mehr geht. Du auch? Nee. Genau, wie viele Versuche? Alle. Also hier lädt der Rea noch, das ist schon mal gut. Ey, Kunstleder ist... Ach, Kacke. Kunstleder und kurze Hose. Kurze Hose. Ist echt mies. Okay, das wird funktionieren hier. Aber was habe ich denn da beim ersten Mal? Ja gut, da habe ich viel rumgefuchtelt, ne? Da habe ich viel rumgefuchtelt. Musste leider meinen Großvater schon abholen, war aber interessant. Dankeschön, Martins. Wir werden das, denke ich mal, so weiter betreiben. Ja, okay, das sieht anders aus. Alles klar. Das sieht anders aus. Sehe ich jetzt schon. Auch im noch nicht reifen Zustand. Interessant für mich war jetzt nochmal FPS. Bei uns bringt es nicht, wir haben auf dem Server mit 7, 8 Leuten und Mods und hast du nicht gesehen, da haben wir auf dem Server nicht mehr x Millionen FPS. Das ist einfach so. Ja, oh, die sehen anders aus. Sehen sie jetzt besser aus, als die vorher drin waren? Kann ich nicht sagen. Aber wir haben hier schon mal 5 FPS in etwa voll, na nicht ganz. 2, 3 FPS vielleicht. Es sieht jetzt nicht schlecht aus. Die Frage ist, sieht das jetzt... x-mal besser aus als vorher. Wir können den direkten Vergleich mal machen. Vorher. Oh, da haben wir aber 51 FPS gehabt, ne? Nachher. Ja, gut. Okay, das sieht schon anders aus. Es sieht anders aus. Das sieht schon besser aus. Mach mal erntereif. Mach ich. Aber wie gesagt, also wenn wir vorher 50 FPS hatten, ja... Ihr seht es ja oben. Dann haben wir jetzt 40. Das sind 10 FPS. Weniger. Die Dichte ist natürlich auch hammergeil, ne? Also,
Ach scheiße, jetzt habe ich die Gasse nicht mehr, weil ich habe ja jetzt gecheatet. Aber hier drüben sieht man's. Also das ist ein heftiger Verlust und ich bin mir nicht schlüssig, ob das Multiplayer tauglich ist. Er sieht natürlich auch in den Gassen hier mega geil aus, also ganz klare Sache. Aber im Zuge des Spielspaßes und des möglichen Verlustes, also 10 FPS weniger ist einfach zu hart. Das heißt, bei den restlichen Texturen den Pfad der i3D anpassen. Ja. Genau. Aber wie gesagt, also es sind, ich kann es ja hier nochmal zeigen. Alt. Ah, ihr seht, hier oben ist die FPS. Seht ihr das? Alt 51, neu 41. Das sind exakt 10 FPS. So ziemlich die gleiche Richtung zum Gucken. Und 10 FPS, muss ich sagen, sind zu viel. Gut, ich könnte jetzt die Dichte runterschrauben. Wo finde ich die Dichte? Macht Forgotten Plans auch FPS-Verluste? Ja, also klar, je höher die Texturauflösungen sind, desto verlustreicher wird das Ganze auch. Es sieht ja wunderschön aus, ja. Aber die Dichte ist dann ein bisschen zu krass. Katze, wo willst du hin? Willst du raus? Balu? Willst du raus? Farming Dudes. In der XML, bitte. Na gut, das könnten wir natürlich nochmal probieren. Wartet mal eben schnell. Ich muss mal eben Katze rauslassen. Aus dem Zimmer. Aber hier kann ich hier nochmal meine Handtuchunterlage zurechtdrücken. So. Numblock per Unit. Aber Dankeschön, Merzi, auf jeden Fall, dass du das nochmal so fix für mich gemacht hast. Das ist Ehre. Num Blocks per Unit. Steht auf 1,3. Was ist ein Standard? 1 nehme ich mal an, oder? Was ist, wenn man die Dichte von vorher behält und nur die Textur tauscht? Das wäre jetzt prinzipiell Numblocks per Unit 2. Okay, und das ist standardmäßig 1, richtig? Standard ist 2. Achso, und je geringer, desto höher wird die Dichte. Richtig? Und wenn ich jetzt wieder auf 2 mache, dann haben wir wieder Standard. Dann hätten wir die Texturänderung. Weil Merzi und Co. werden sich schon was dabei gedacht haben, das nicht zu hoch zu nehmen. Weil im Multi schaffen wir das einfach nicht. Standard ist 1. Ich denke, Standard ist 2. Standard ist 1. Je geringer, umso geringer die Dichte. Aber hier stand ja die 2 schon drinne. Jetzt schraubst du sie gerade hoch. Also machen wir hier eine 1 draus, richtig? Aber es stand doch auf 1,3. Ach so. Numblocks per Unit auf 1 und auf 1,3 könnten wir sie stehen lassen, ne? Und hier oben stand eine 2 drinne. Das könnten wir doch jetzt so mal probieren, ne? Jetzt haben wir hier oben von 2 auf 1 gemacht. Wir könnten jetzt hier auch eine 1,3 eintragen, statt einer 2. Okay, richtig? Dann ist alles auf 1,3 statt auf 2, korrekt?
Ja, dann hätten wir eine leicht erhöhte Dichte. Harvest Ready ist 1,4. Du musst die überall dann ändern. Ich würde überall 1 nehmen. Aber wenn, was meinst du, Daniel, mit Harvest Ready ist 1,4? Ich meine, 1,4 können wir mal ausprobieren. Oh, habe ich jetzt hier... Ja, was war denn das jetzt schon wieder? Vollbildmodus? So. Ich immer auf irgendwelche Tasten komme. Ach hier, Harvest Ready. Ja, das ist okay. Okay. Ja, verstehe ich. Aber es wäre schön, wenn es überall die gleichen sind, sag ich mal. Ich meine, klar, wenn die weiter aufgehen, dass ich dann... Aber wäre schon schön, wenn das alles ein bisschen engmaschig steht. Mir ist, so wie es eigentlich prinzipiell auch auf der MVP ist, ich gehe jetzt von dem MVP-Beispiel einfach aus, weil es jetzt hier um die MVP geht, so reicht mir das prinzipiell auch aus. Ich wollte es einfach nochmal ausprobieren mit den Texturen, ne? Also eins scheint Standard, so habe ich bei den Texturen. Ich finde es nicht hässlicher. Nö, hässlicher jetzt nicht, nö. Ich habe dir mal eine XML gesendet. Schau mal. Ah, warte, das Spiel startet gerade. Mach ich sofort, Merzi, mach ich sofort. Also, ich weiß nicht, ob man das heute dann... Ich würde gerne mal noch die Mods angucken. Aber Futter steht im Prinzip... vielleicht machen wir morgen Futter. Futter habe ich auch noch vor. Daniel, enorme Verbesserung. Können wir, glaube ich, nicht erwarten. René, danke dir. Genau. Ackermacke, Futterverbrauch. Habe ich mit Dirk drüber gesprochen und haben wir überlegt, weil wir haben, wenn wir einen Schnitt auf der 25 machen, der auf 100% oben ist und gedüngt ist, dann haben wir, und dann haben wir den südlichen Bereich der 25 unterhalb des Flusses nicht, dann haben wir 3,1 Millionen Liter. Bis wir die verbrauchen, dauert für uns persönlich zu lang. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben auch aktuell nur 70 Rinder. Wir werden demnächst an die 200 haben. Ziel sind 500. Aber wir würden mal versuchen, den Futterverbrauch mal 3 zu nehmen. Ne, also demnächst sind es ja um die 200. So, er muss mal hier kurz laden an der Karte erstmal. Ja, genau. Richtig, Daniel. Ganz genau können wir uns auch anschauen. Das sind jetzt hier bei den Rindern 70, sind es aktuell 487.000 Liter. Das kann man sich jetzt ausrechnen, sagen wir mal aufgerundet 5. Sorry. Machen wir Desktop aufgerundet, 500.000, das sind 15, 15, 20, 25, 30, das sind 6 Jahre. Und wenn wir das mal 3 nehmen, dann haben wir schon 15, 15, 1,5 Millionen pro Jahr, dann können wir es wahrscheinlich mal 5 oder so sogar nehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema und dem widme ich mich heute nicht. Fünf FPS, 6 FPS. Die Richtung war in etwa so hier, ne? Standard 45. Dann steht schon anders und dichter. Können wir vielleicht noch ein bisschen runtergehen?
Wir probieren mal die 1-3. Hallo, Szene. Dankeschön. 1-3. Sag mal, es gab doch irgendeinen Command. Harvest Ready 3. Hier war ja auch noch hoch. Aber gut, wir waren ja noch nicht im Harvest Ready. Wenn wir das jetzt hinbekommen, dass es dann etwas enger steht und die Leistung die gleiche ist, würde ich feiern. Also es ist schon mal besser, aber es ist noch nicht so, dass ich sagen könnte, das können wir auf dem Server loslassen. Was hältst du eigentlich von der Hofbergmann? Die Hofbergmann, achso, Merzi hat mir noch was geschickt. Die Hofbergmann... Ey, wieso ändert denn der jetzt... Hey, nicht so wild. Die Hofbergmann zeigt halt skripttechnisch, was halt geht. Wie keine andere. Aber vom Layout gefällt sie mir halt einfach nicht. Okay, Merzi. Ja, so haben wir es ja jetzt drin, ne? Verstehe. Verstehe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ultra langweilig für euch, aber ich muss das jetzt fühlen. Also, ich muss das jetzt ausprobieren. Wir haben jetzt überall 1-3 gemacht. Ja. Tee alle, ich müsste mir einen neuen Tee holen und ich müsste den alten wegbringen. Aber jetzt will ich mal noch schnell gucken. Will das Spiel eigentlich jetzt starten oder nicht? Nicht, dass ich es wieder zweimal offen habe. Da startet es schon einmal. Das ist schon mal schön. Ja, und wenn das dann im Prinzip passt, dann würde ich das wahrscheinlich nicht heute, weil da würde ich mir erstmal noch Mods angucken. Aber dann würde ich das für alle anderen, die dort bei Bumsnudel enthalten sind, auch anpassen. Ja. Weil das ist mal was anderes, ne? Und wir hatten uns die Bilder schon in der Gruppe angeguckt. Und fanden das eigentlich alle sehr, sehr gut. Ackermacker Simon, ich habe auf der Ellerbach 100 Kühe, die brauchen im Jahr 1,9 Millionen. 1,9 Millionen ist aber auch ein bisschen... Also ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich weiß nicht, was, sagen wir mal 100 Milchviecher, Holsteiner, nehmen wir jetzt mal Holsteiner, was sie jetzt reell verbrauchen würden, so summiert. Ja, habe ich schon drin. Daniel, würde ich mir gleich angucken. Ich habe jetzt natürlich kein Lenkrad und nichts dran. Ist jetzt auch erstmal wurscht. Weil im Spielstand arbeite ich jetzt gerade nicht weiter, sondern ich teste ja hier im Single. Alles für die Wissenschaft. Hat aus, das brauchen wir nicht. Das Ding ist halt, das ist nicht realistisch, weil es zu viel ist. Aber ja, gut, gut. Man muss dazu natürlich aber auch sagen, dass es im Spiel vom LS selber natürlich, es kann im Spiel nicht alles 1:1 realistisch sein. Also muss man den realistischen Wert mit dem Spielwert, wartet mal, gegenüberstellen und dann irgendwie auspendeln, dass das halbwegs passt. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Was wird getestet? Texturen und die Leistung mit den Texturen.
Sehe ich keinen Unterschied. Ich habe die jetzt... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe die von... Wie hoch hatte ich denn die? Und es sind auch nicht 365 Tage, das stimmt. Von 1,4 auf 1,3, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Dann machen wir es jetzt radikal auf 1. Und gucken mal, ob das trotzdem aneinander Bilder, ich habe ein Vergleichsbild, trotzdem einigermaßen gut aussieht. Überlegt denn die Szene ständig? Nee, das würde ich als nächstes noch machen, Merzi. Also ich hätte es mir angeguckt. Das würde ich als nächstes noch machen. Oha, krankgeschrieben. Ich hoffe, nichts Schlimmes, Merzi. Also seit anderthalb Stunden habe ich nochmals mehr Respekt vor der Arbeit von Moddern und Mappern. Ganz genau. Ganz genau. Ich nehme mich auch. Ich nehme mich auch. Also nicht nur die letzten anderthalb Stunden, sondern ein bisschen länger. Aber so kann man mal zeigen, was wir hier gerade machen. Das ist ja Kinkerlitzchen, ja? Das ist ja Fruchtzwerg sein Urgroßvater. Das ist ja nichts. Gar nichts. Und wenn die... Jetzt überleg mal, die bauen sich eine Map zusammen. Oder verändern eine Map, bauen sie um und. Oder solche Leute wie Tino oder wie die Jungs von Vertex, die halt Mods von was mache ich denn? Ich will gar nicht im Multiplayer. Von null selber bauen. Und. Also, pff. Geschweige denn halt so eine Map hier. Wahnsinn. Oha, Merzi. Ja, aua. Gute Besserung auf jeden Fall auch von mir. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, da müsst ihr mir helfen, dass ich Punkt 15 Uhr Schluss mache. Ich muss mich dann fertig machen, ein Kind abholen. Nicht, dass ich hier sitze und zwar baller. Ich meine, meine Freundin ist im Homeoffice, die würde mich dann schon dran erinnern. Aber nicht, dass ich hier sitze und das Kind sitzt im Kindergarten. Ich sitze hier und denke mir, Mensch, welchen Wert müssen wir denn jetzt hier eintippen? Das wäre nicht so geil. Ich sag's euch, wie es ist, 24 Stunden sind einfach zu wenig für so einen Tag. Und das Wochenende muss auch länger sein. Ganz klar. Okay, aber das ist auf jeden Fall nochmal Gesprächsstoff für unsere interne Gruppe. Zu gucken, machen wir es. Ja, danke, nicht vergessen. Sehr gut. Wie gesagt, absolut Hut ab. Ja, definitiv, ich auch. So, hier muss er gerade ein bisschen fuddeln, durchladen, wie immer. Alles klar, ist Performance sowieso schlecht. Es ist jetzt halt unsere 1:1 Performance, wie wir sie im Multiplayer eben auch haben, aufgrund dessen, weil ihr müsst überlegen, wie viele Sachen wir hier auf der Map haben. Ne, wenn wir allein mal hier unten bei der BGA gucken, was hier an Gerätschaft überall rumsteht. Die wir uns ein bisschen angepasst haben natürlich. Ne? Also hier ist alles immer überall voll. Das darf man nicht vergessen. Und dann auch noch 7 Leute drauf und so. Und dann, ja, dann ist es einfach, wie es ist. Ja, sorry, Screen, ja. Entschuldigung. Wieder keine Änderung. Was habe ich denn falsch gemacht? Vielleicht muss er noch ein bisschen durchladen? Hä? Aber wir hatten doch bei 1,4 hatten wir doch 45, 46 FPS oder sowas. So, das war Standard 51 und 45 hatten wir bei 1,4. Nicht vergessen, ja, ich würde mir die auf jeden Fall sehr gern holen. Weil das wäre jetzt 1er Standard und ja, sind andere Texturen okay. Die sind schon schöner, ja.
Aber das check ich nicht, ey. Wieso? Versteht ihr das? Ich nehme das runter und die FPS sind schlechter. Ich hole mir die zweimal, links und rechts eine Rundumleuchte. Ja, ich hole mir die wahrscheinlich nur fürs Regal, sag ich mal, ne? Also das ist ultra strange. Aber jetzt habe ich wieder was gelernt, wie man das alles anpasst, ne? Mega geile Zugabe, ja, ist schon putzig, ist schon witzig und Collectors haben halt immer was Spannendes. Wartet mal, habe ich jetzt hier irgendwas kaputt gemacht? Servus, Bubbel, Chrissy, guten Tag. Geht das mit einem Fragezeichen? Müsste das nicht ein Punkt sein? Ach, mit einem Komma. Nö, das funktioniert. Hä, aber das war doch... Oh, habe ich das aus Versehen verkehrt gemacht? Aber vorher hatten wir das richtig drin, ja klar, sonst hätte das ja nicht geladen, oder? Ja, immer, ich weiß auch nicht, habe ich mich vertippt einfach, ja? Konzentration lässt nach. Vito, moin! Das klang ein bisschen wie Trimax gerade. Ist auch ein Sympath unter den, ne? Ein Sympath unter den Sympathen. Punkt, Punkt, Punkt oder so ähnlich. Geh nochmal runter, da war was mit 2,5. Moment. Ich müsste jetzt schon mal aufs Pöttchen. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. 2,5 ist... Diffuse. Das ist wieder was anderes, ne? Das ist Harvested dann. Oh. Ich stell mir gerade vor, wie Felix im Stream mit der AOL auf dem Kopf sitzt. Das, mein lieber Ramonion, wird nicht passieren. Aber was ich cool fände, wenn man die AOL an einen Command einbinden könnte und... Obwohl, nee, finde ich nicht cool. Vergesst's. Was machst denn da? Ich habe gerade erst zugeschaltet. Chrissy, wir haben die Texturen von Bumsnudel geladen. Haben die jetzt mal in der MVP eingesetzt mit viel Hilfe hier aus der Community, aus dem Chat. Und die werden jetzt ausgetestet. Und was ich jetzt gerade mache, ist noch die Dichte anpassen, um zu gucken, wann wir die gleiche Leistung haben, die wir jetzt auch auf dem Multiplayer haben. Denn wenn man das jetzt einfach 1:1 so austauscht, dann knackt die Leistung um 10 FPS ein. Und das können wir uns im Multiplayer nicht leisten, weil dann ist das nicht mehr spielbar. Und jetzt teste ich das gerade eine Runde aus. Jetzt sind wir bei 1,5. Und dann gucken wir einfach mal. Und dann würde ich noch mal ganz kurz die von Merzi ausprobieren. Der hat mir noch eine geschickt, der ist fleißig, der macht das parallel gerade. Ja. Yes, the boss. Grüß dich. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich will mir auch gleich noch die Mods angucken, Freunde. Aber dazu will ich, glaube ich... auch das Lenkrad noch anmachen. Das könnte ich jetzt auch mittendrin machen, ist eigentlich auch kein Problem, aber... Die XML, was ich dem DC gesendet habe, ist... von Bumsnudel, nur dass ich da die Pfade angepasst habe. Okay.
Aber das passt ja jetzt. Das funktioniert ja jetzt. Sub-Alert oder Follow-Alert sollte gehen, wenn es in-game reagiert, wird es sich über Umwege einbinden lassen. Für ein Sub-Alert. Wup, wup, wup. Ding, 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 ding. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht... Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Nummer zu wild wäre. Kann mir das mal bitte jemand erklären? Kann er sein, dass je weniger Auslastung die Grafik hat, dass dann irgendwas bottleneckt? Also ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt auf 1,5 gestellt und die FPS gehen hoch. Also 1,5 sieht Schmuck aus, ja? Also auch hier, oh. Aber wie zum... Welche logische... Es kann nur die logische Erklärung sein, dass je weniger hier was in der Auslastung ist, weil ja die Engine nicht so wunderbar eingestellt ist, dass das einfach dann... Ich habe jetzt 50 FPS bei einem Wert von 1,5. Und 1,5 sieht für mich supi aus. Wir können jetzt hier mal noch hergehen und sagen, Gerste, Reifenzustand. Das ist doch keine Gerste, oder? Doch. Und, so müssen wir machen. 50 FPS. Und das sieht für mich gut aus. Das sieht für mich... Also das ist... Wir können mal... Jetzt habe ich es wieder verstellt. Wartet mal. Welches war denn das? War das hier? Ja, das. So, das ist so. Spielstandard. Mod. FPS-Differenz. Ein FPS dazu gewonnen. Das kannst du doch keinem erzählen. Ja, die... Kann das sein, dass ich in der Distance was runtergenommen habe, was vorher oben war? Weil seht ihr das? Hier hinten, das ist Spielstandard. Geht das bis hier hin? Nee, auch nicht. Das passt auch. Wo ist denn die Mütze hin? Ach, heute nicht. Heute ist mal... Merkwürdig, aber okay. Jetzt haben die Ackerbau-Tarnewitzer noch irgendwo Hafer angedingst. Auf der 3. Ach so, der ist natürlich noch nicht da. Wachstumsstufe geerntet. Was ist denn das? 8? Oder was muss ich da einstellen? Das ist ja hier verdorrt quasi, ne? Ja. Und verdorrt ist ja verdorrt. Also, da gehen die FPS wieder ein bisschen runter.
Je öfter ich das hier mache, vielleicht lädt er aber auch die ganze Zeit nach. Dadurch, dass ich das DevTool nutze, muss der vielleicht immer noch nachladen. Weil am Anfang waren wir ja bei... Ich hab's ja hier. Ich hab's ja hier, ist der Beweis. Spielstandard 51, reingesetzt 52. Heißt, wenn ich jetzt das Spiel, wenn das so wäre, nochmal neu starten würde, wären wir wieder oben mit der FPS-Zahl. Wie ist denn der Befehl fürs Abgeerntet? Weiß man das? Habe ich den Schwader hier nicht vorhin mit in den Mod-Ordner geschmissen? GS Set Field Fruit 6 Barley 9 Command not found. War wahrscheinlich ohne Slash, ne? GSZ Field Fruit. Sechs. Barley. Neun. Not found. Kannst du dich über Dev die Umgebung neu laden? Ach, kannst du. Aber habe ich doch, oder? Habe ich das nicht gemacht? Wahrscheinlich habe ich es nicht gemacht. Aber was mich wundert, ich habe doch die Mods mit reingenommen. Ich hatte doch den Schwader, den neuen, mit reingenommen. Scheinbar nicht gemacht. Also, Erkenntnis ist äußerst interessant. Mit 1,5er Dichte könnte man das definitiv live mal sogar ausprobieren. So, jetzt gucke ich nochmal in den Mod-Ordner. Ne, habe ich nicht mit reingenommen. Geil. Dann habe ich die woanders reinkopiert. Wahrscheinlich in den Backup-Ordner. Mach das was an. Ne, du musst das schon an eine ordentliche Stelle schieben, Crown, sonst funktioniert das nicht. BWLS Gaming, grüß dich. Oder, beziehungsweise, Quatsch, bis zum nächsten Mal, meinte ich. So, jetzt lass mich mal eben noch die Mods angucken. Den Zahnrad, glaube ich, im Befehl. Okay, muss ich mal gucken. Hast du eine Auflösungsskalierung mal angepasst? Nein. Das macht auch ordentlich FPS. Also, wenn ich eine Auflösungsskalierung von 200 habe, dann müssen meine FPS ja faktisch runtergehen. Weil, bei 200 wäre es quasi die doppelte Dichte, kann man das so sagen? Servus, was wird heute gemacht? Ich bin bis jetzt am Rumdoktern an Texturen auf der MVP, an Fruchttexturen. Die schon mal spannend aussehen, auf jeden Fall. Ja, nicht vergessen. Nee, habe ich auf Standard sogar. Wahrscheinlich könnte ich auch auf 150 hochnehmen. Weiß nicht, ob sich da was ändern würde, aber ich bin zufrieden, es passt schon. Ich habe ein SweetFX aktiv, das schärft bei mir nach und verbraucht eigentlich fast keine Leistung. Da bin ich voll zufrieden mit. Nee, das mache ich. Das ist aus alter Schule bei mir noch der Trick, als ich einen schlechten Rechner hatte. Je höher die Auflösungsskalierung, desto beschissener läuft das logischerweise. Aber mit dem Shader, der das gemacht hat, ging's. Und SweetFX ist ja relativ schonend. Ne? Ich kann das Ganze ja gern mal vorführen.
Wir nehmen wieder unser Feld hier hinten. Habt ihr mal was gesendet? Kannst du nach dem Streamer testen? Mach ich, Daniel. Silo Stream Hunter, dankeschön für deinen Raid. Guck mal, jetzt sind die FPS, aber naja, vielleicht lädt er jetzt auf der Karte noch, ne? Wieso waren die vorhin auf 50? Wenn ich den jetzt ausmache, wir haben 40 FPS. SweetFX aus, also die FPS bleiben, aber ihr seht, das wird deutlich matschiger. SweetFX schafft das schon mal gut nach. Ja gut, war wahrscheinlich auch... Also auf 1.5, den Test könnte man dann mal wagen, auf jeden Fall. Den könnte man auf jeden Fall wagen. Drück mal F3, das bringt mir gar nichts, weil ich habe die erweiterte Konsolenbefehle jetzt ja nicht drin. Also kann ich das ja nicht machen. Und mein Monitor hat nur 60 Hertz, Daniel. Das bringt mir null. Jetzt der Shader im Übrigen aktiv. Also Bombe sieht er ja aus. Ich habe mir sagen lassen, und mir persönlich ist das komplett wurscht. Ich habe mir sagen lassen, dass das Modell gekauft ist. Insofern ist auch null verwerflich, um Gottes Willen. Und dann auf LS gebracht wurde. Ich finde es nicht verwerflich, denn nennt mir mal bitte. Ja, die Modder unter euch werden es vielleicht wissen, aber nennt mir mal bitte jemanden, der in der Lage ist, von null an so ein Ding komplett selber zu bauen. In einer super Qualität. Da wird es wahrscheinlich nicht viele geben. Von daher. Oh, das ist ein schieres Ding, ey. Wie viel kostet er? 40.000. 40.500. Aber ja, also auf der MVP, also er ist schon ganz schön groß. Muss man dazu noch sagen. Nehmen wir jetzt hier mal irgendeinen x-beliebigen Schlepper. Ich wünsche dann noch Kinderpullen. Jo. Können wir einstellen, können wir auch noch. Junge, Junge. Schön sieht er nicht aus. Was? Schlecht sieht er nicht aus. Für die MVP? Ja, für die MVP ist er zu klein. Was hat er hier an Breite? Beziehungsweise wir arbeiten auf Schwad, wobei wir selten, ja, wenn wir Heu machen halt, na klar, logisch, ne?
Aber wir, was haben wir denn überhaupt? Er steht irgendwo hier hinten rum. Also ich bin jetzt nicht auf dem Server, ne? Alles solo. Ne, hier steht er nicht. Haben wir überhaupt? Wir müssen doch einen haben. Hier. Querneland Vikon. Auch wunderschön halt, ne? Also gar keine Frage. Querneland Vikon 12,5 Meter. Hier sind wir bei 6,6. Das ist, ja. Das ist zu wenig. Aber auf mittleren Karten. Auf mittleren Karten. Die mittlere Arbeits-, die fehlende Arbeitsbreite musst du mit der Masse an Anbaugeräten kompensieren. Das ist richtig. Dann haben wir gehabt, das wird sicherlich unter Kreiselecke laufen, oder? Nee, unter Scheibe. Oder unter Grubber. Unter Grubber auch nicht. Tiefenlockerer? Meißelt nicht. Dann kann es ja nur... Wo ist es denn? Och, ich und dieses Kaufmenü. Wir sind nicht so hier. Sag mal, bin ich... Ja, richtig, Daniel. Also, ja, nee. Erste Seite bei Marken. Ja, aber ich will das in der Kategorie. Ja, Mensch. Aber wo ist sie denn? Und unter was läuft die denn? Habe ich die nicht mit drin? Dovenelots FS19 Kerner X-Cut. Das ist der falsche Ordner. Das ist der richtige Ordner. Vier ersetzen. X-Cut. Kerner. Kerner! Ich habe bei Amazone geguckt. Upsi. Upsi. Naja, das kann passieren. Wir machen jetzt mal Folgendes, um schöne FPS zu haben. Na, guck mal, wie viele Spielstände haben wir denn hier? Nehmen wir hier den mal raus. Nehmen den hier, neuer Farmer, MVP. Weiter, Seasons nehmen wir raus. Brauchen wir jetzt nicht. Seasons. Und Start. Und während der lädt, mache ich Folgendes. Während der lädt, gehe ich hier einmal in den AFK-Modus und schalte auch mal eben, ich bin ehrlich mit euch, schalte mal eben 60 Sekunden Werbung. Ich bin sofort wieder da.
Freunde, ich bin wieder da. Ich habe mir noch ein Tässchen Tee geholt. Und war den alten mal wegbringen. Hoffentlich bleibt das Gesicht nicht so. Das war nicht gestellt. Geil, 60 FPS auf der MVP. So fühlt sich der LS mit 60 FPS an. Geil. Wir werden das gleich testen. Eigentlich möchte ich es mir nur angucken, weil für einen Test. Seid ihr noch da? Also ich bin niemand, der jetzt hier so ein Mod komplett so heftig auseinanderreißt. Juhu, hier. Hallo. Meter und 5 Meter, alles klar. Weil wir haben ja theoretisch die Möglichkeit, was hinten dran zu hängen, ne? Nur am Cheaten. Hey, ja, ich guck mir das doch jetzt nur mal an hier. Aber wo können wir den denn? Ach, hier. XK300. Das Teil ist top. Ich würde es nicht anders erwarten. Bin ich ehrlich. Von Vertex erwarte ich halt auch viel. Also, wisst ihr, was ich meine? In Theorie, also auch im Real Life, ja. Und das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber theoretisch müsste das doch so hier funktionieren. Oder... Nee, das kann nicht funktionieren. Ja, das ist jetzt zum Test hier MVP19. Nee, das kann nicht... Das kann nicht funktionieren, aber... Nee, das kann nicht funktionieren. Punkt. Das kann nicht funktionieren. Ja, das dachte ich mir gerade schon, Julius. Was wir jetzt natürlich nicht geguckt haben, ist der Leistungsbedarf. X-Cut 500 bei 100 PS nur. Hm. Vorne den Cutter und hinten eine Scheibe. Hm, das ist jetzt hier die 11. Nehmen wir die gleich mal her. 11 Weizen auf 2. Ich mach mal das Lenkrad dran, Freunde. Headtrack-System haben wir auch gleich nochmal dran. Ich mach mal eben hier das AFK-Dings rein. Nicht, dass ihr da Po blitzt, wenn ich mich zu doll bücke oder so. Man weiß ja nie. Als ich mich gebückt habe, kann es passieren, dass ich gleich niesen muss. Was heute so der Plan? Eigentlich viel Testerei. Kommt er nicht. Wetten werden angenommen. Nein, das ist Heck- und Front anbauen. Wird nicht zersatt.
Bereitung benutzt, sondern zum Zwischenfrüchte und Erntereste zerkleinern. Erntereste oder eben Zwischenfrüchte, genau. Edric-System müssen wir natürlich... ich speichere mal diesen Spielstand hier eben schnell ab. Und starten wir nochmal neu und dann mit Hattrick-System. Dann probieren wir den mal aus. Ich habe jetzt natürlich leider keinen Status, wo irgendwas abgeerntet ist. Und streng genommen fürs Projekt Mecklenburg wäre da wahrscheinlich auch nichts. Weil da arbeiten wir eigentlich immer mit Scheibe. Auch von der Größe her. Oder mit dem Corona 620, mit dem Kerner Corona 620. Quatsch. Mit dem Kökerling Vektor 620. So, und den Stuhl sperren hier. Ja, Daniel, weiß ich, ich habe mir gerade mal angeguckt, was du geschickt hast. Weiß ich, habe ich einfach nur hier noch nicht gemacht, weil es für die Befehle einfach nicht, also ich brauch's nicht, sagen wir so. Lenkrad noch an. WLAN-Steckdose aktivieren. Und dann baller das hier gleich rum. Mal so machen, dann hört ihr das wahrscheinlich. Wer kennt's nicht? Na, du kannst 25. Das gilt's rauszufinden. Das gilt's rauszufinden. Nee. Scheibe Precision, die ist auf 7 Meter, glaube ich. Scheibe ist, glaube ich, auf 7 Meter. Und mit guten 15 bis 20 km/h. Das ist ein Meter mehr bei gleicher, fast gleicher Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, hier mit Rea und Co. 25 km/h mit dem X-Cut zu fahren. Das können wir ja mal austesten. Dazu würde ich aber das Feld hinten von uns dann tatsächlich nehmen. Und dazu hätte ich hier gerne einfach mal den Store Deliver Mod gerade eigentlich genutzt. Aber ist ja wurscht, dann fahren wir einfach dorthin. Genau, also wie gesagt, wir haben wir haben gerade die ganze Zeit Texturen hin und her probiert und angepasst und gemacht. Und jetzt wollte ich mir mal noch die Mods aus dem Modup angucken. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber es hat mega Spaß gemacht und es war ein übelst schönes. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich weiß auch nicht, ob die alle noch. Ach scheiße, jetzt habe ich Seasons mit drin. Ob alle noch am Start sind, die vorhin mit am Start waren. Aber ich fand es ein übelst schönes Miteinander. Ne? Chat hat mir geholfen, ich habe gemacht, alles gut. So nach dem Motto. Denk dran, Kindergarten, Kind und so. Ja, ja. Moment. So, Chat. Ich muss an der Stelle schon beenden, denn das Kind hat sich im Kindergarten übergeben und möchte demzufolge abgeholt werden. Wer weiß, was es da wieder zum Mittag gab. Aber ist, wie es ist, ne? Deshalb werde ich jetzt hier an der Stelle abbrechen. Morgen, Freitag, beginnen wir schon 11 Uhr. Okay? Machen wir 11 bis 15 Uhr, gucken wir uns die Sachen von heute vielleicht nochmal an, wer das da noch nicht angeguckt hat. Machen noch eine kleine Testrunde und dann würde ich vielleicht noch ein bisschen Textur anpassen, da mal eine Stunde mehr und Fütterung anpassen und all solche Geschichten.
Dankeschön, Freunde. Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich für euren Support, für eure Subs, Spenden etc. pp. Für alles. Vor allem aber danke ich euch für die Unterstützung hier bei der Anpassung der Texturen und einfach fürs dabei sein, Freunde. Ne? Ich muss jetzt also, wie gesagt, ich muss jetzt fix los. Und ja gut, wenn das Kind morgen natürlich da ist, wird das schwierig. Das kann natürlich passieren, dass ich dann natürlich gar nicht streame. Das ist gut möglich. Aber das lasse ich euch noch wissen. Ja, habt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und munter, Freunde. Wir sehen uns dann gegebenenfalls morgen wieder. Ne? Haut rein. Oh, beziehungsweise, wartet mal, schaffe ich es noch, jemanden zu raiden? Ist jemand am Start? Mal auf die Schnelle, den ich kenne. Ganz schnell. Das sehe ich jetzt ganz schnell nicht. Nee, ich muss los. Also, Dankeschön für alles und vielleicht bis morgen, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.